klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Mein Problem mit dem Calvinismus. Da begegne ich manchmal Christen, die wissen gar nicht, um was geht es da überhaupt. Oder ist das für mich als Christen irgendwie wichtig oder interessant? Ganz im Gegenteil, denken manche vielleicht, ach, das ist alles nur so theologische Fachsimpelei über Dinge, die doch ganz fern von uns sind. Und komm, Otto Normalverbraucher, der muss sich doch und sollte sich damit gar nicht beschäftigen. Und das ist doch auch alter Kaffee und was, wie viel 100 Jahre ist das schon her? Fast 500 Jahre und das hat doch keinen Bezug zu uns heute. Und da muss ich sagen, nein, halt, das ist so vorhanden. Dieses Weltbild des Calvinismus oftmals auch ganz unerkannt, ganz unbemerkt. Und es zieht sich so durch, auch im Internet. Du begegnest immer wieder, vielleicht, ohne dass die es noch wissen, diesen typisch calvinistischen Meinungen. Und dann kann man sich weiter fragen, dass das Ganze ist ja nicht etwas Bibelwidriges. Die Calvinisten und ihre Gegenspieler, die Arminier oder Remonstranten, wie man sie nennt, die haben es tatsächlich voll und ganz mit der Bibel zu tun. Da geht es nicht darum, irgendwas ferne von der Bibel hinzugedichtete Dinge, wie es unlängst erfahren habe, da bin ich in eine kleine katholische Kapelle hineingegangen und ich war so erstaunt. Da waren kleine Täfelchen und auf jeder von diesen kleinen Steintäfelchen, da stand Danke Maria, Maria danke und Maria du hast dort geholfen und Maria dort und Maria dort. Das war alles nur, es ging alles zentral um Maria. In der Mitte der Kapelle war eine große Maria-Figur mit einem kleinen Jesus-Baby in den Armen. Und das war so übergewichtet. Das war so, da war es nur Maria. Ich habe gedacht, sehe ich vielleicht ein kleines Täfelchen dort aufgestellt, danke Jesus? Nein, da gab es dann vielleicht noch andere Heilige, die bedankt wurden, aber kein Jesus. Und dann ist es für mich so, dass ich mich doch frage, wo in der Bibel gibt mir ein Zitat, was deutlich machen würde, man soll Maria anrufen, man soll Maria ins Zentrum stellen, man soll die Mutter Gottes irgend verehren. Ich finde keine Bibelstelle. Und dann, wenn ich keine Bibelstelle finde, dann muss ich mir tatsächlich sagen, hier ist etwas grundlegend falsch. Fundamentierter Irrtum. Leider. Die Leute können es so gut meinen, wie sie wollen, aber sie sind auf dem Holzweg. Doch das finde ich bei Calvinisten nicht. Die nehmen wirklich die Bibel ernst. Und jetzt finde ich also zwei Gruppen von Christen, die die Bibel ernst nehmen und die Informationen aus der Bibel herausziehen und dann zu unterschiedlichen Meinungslagern werden. Und es kommt zu einem Meinungskonflikt, der geht schon über 400 Jahre, dass sie leider sich gegenseitig oftmals das Heil abgesprochen haben und die andere Seite völlig bekämpften. Soll das so sein? War das im Sinne unseres Schöpfers, der uns dieses Wort Gottes zur Verfügung stellte? Gewiss nicht. Oh, ich denke manchmal auch, was wäre,
wenn diese beiden Gruppierungen zueinander finden würden, um zumindest einmal die Argumente der anderen Seite ernst zu beherzigen, weil die kommt ja jeweils aus der Bibel. Da geht es nicht um unbiblischen Quatsch, um unbiblische Fantasien, um hinzugefügte Dinge, worauf ein Fluch der Offenbarung steht. Wehe euch, wenn ihr etwas hinzufügt oder wegnehmt. Und da stehe ich dann auch oftmals wie der Ochs vorm Berg und denke, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Bekennende Christen, die die andere Seite der Argumente nicht betrachten können, nicht beantworten können, nicht aufeinander zugehen, vielleicht sogar den Nächsten höher achten könnten als sich selber. Keinesfalls, im Gegenteil. Sie streiten miteinander über Gottes Eindeutigkeit, wiedergegeben in diesem wunderbaren, hochheiligen Buch. Ja, ist das die Möglichkeit? Wie wäre es, wenn sie zueinander fänden, wenn diese beiden Lehrmeinungsgruppen sich die Hand reichen würden, um sich zu unterstützen, um einander den Leib Christi zu stärken? Ja, was wäre das für ein Zeugnis auch vor der Welt? Aber so heißt es dann oftmals, na sieh her, so sind die Christen, die sind noch gespalten in Lehrmeinungsunterschieden und finden nicht zueinander. Ja, wo ist denn da die große Einheit? Der Gott der Einheit gibt ihnen ein Buch und da streiten sie, kann man fast sagen, durch die Jahrhunderte hindurch. Es sollte nicht so sein. Aber es findet sich leider. Für mich war es dann eine ganz große Hilfe, als ich auf YouTube zwei Videos gesehen habe, und zwar Dr. Quantum im Flachland. Die dritte Dimension und mehrdimensionale Überräume. Und das andere YouTube-Video heißt Semireguläre Poliotope auf in die vierte Dimension. Das klingt nun unglaublich schwierig und überzogen. Was soll das? Was kann ich damit anfangen? Für mich war das so herrlich. Ein Aufschluss hat mir das gegeben. Und zwar geht es gerade in dem ersten Beitrag, wird es sehr kindlich mit so Figürchen dargestellt und im zweiten dann mehr so von der nüchternen mathematischen Seite. Es gibt mehr Dimensionen, als wir uns vielleicht überhaupt je vorstellen können. Und das wird dann im Bild gebraucht, dass ein zweidimensionales Wesen, Lebewesen, wie kann das irgend mit den drei Dimensionen, die wir ja jetzt gewohnt sind, umgehen? Wie könnte es damit umgehen? Es wird davor vielleicht zurückschrecken, es wird sich denken, was ist denn da los? Ja, das ist etwas, das übersteigt mich, eine Überdimension, die ich nicht begreifen kann. Und das ist so herrlich, ihr müsst es euch unbedingt mal anschauen. Das ist so köstlich dargestellt und da habe ich auch gesehen, ja, so ist es in der Beschränktheit. Was weiß denn ich von den Dimensionen Gottes? Wie viel stehen ihm zur Verfügung? Wir wissen aus der Bibel, da muss es weitaus mehr geben, als wie unsere beschränkte Räumlichkeit der drei Dimensionen, in denen wir uns hier und jetzt befinden. Unsagbar. Die Zeitlosigkeit, die Zeit als eine Dimension kommt hinzu bei Gott. Und wer weiß, was für Dimensionen noch dazu kommen.